Mein Tagebuch. Vielleicht kann ich damit helfen, zieh euch raus aus der Scheiße. Wir sind alle nicht dieselben, doch erleben das Gleiche. Mein Tagebuch. Mal down, mal auf, mal dicht, mal nicht, mal einfach glücklich, verrückt, ja das bin halt ich. So ein Nicke fragt mich inzwischen schon, warum ich das mache, warum ich die ganzen Lieder schreibe, warum ich damit übernachte, wieso ich so extrem viele Tapes mache und nichts verkaufe, warum ich nur in YouTube bin und nicht neben den Benzel laufe. Es hat einen einfachen Grund, nachdem ich schon seit Jahren suche. Das ist meine Lebensgeschichte, mein digitales Tagebuch im Reimformat auf dicke Beats, die mir gefallen oder mich erinnern an gute Zeiten, schlechte Zeiten. Seid einmal zum Kinderzimmer, ich höre auf die alten Sachen, dass man denken kann, ich bin behindert, sowas von mir zu geben, doch ich war jung und dumm, das klingt noch schlimmer. Doch ich hab alles abgespeichert und viele von euch, die finden es nimmer. Euer Speicher im Kopf erlischt allmählich nur ein kleiner Schimmer der allerwichtigsten Ereignisse bleibt hängen dort oben. Manche versuchen den Stress zu verdrängen mit Drogen. Andere leben einfach weiter, denken selten an Vergangenes. Ich schon und dennoch lebe ich weiter. Das hier ist was anderes. Mein Tagebuch, ich teile es mit euch. Vielleicht erreiche ich damit, dass sich einer erfreut. Vielleicht kann ich damit helfen, zieh euch raus aus der Scheiße. Wir sind alle nicht dieselben, doch erleben das Gleiche. Mein Tagebuch, unverändert und echt. Etwas anstößig, doch so bin ich nicht immer nett. Mal down, mal drauf, mal dicht, mal nicht, mal einfach glücklich, verrückt, ja das bin halt ich. Es folgt nicht immer der Reihenfolge der Geschehnisse im Leben. Manche Gedanken sind schon alt, doch prägen mich ja eben. Deshalb gibt es Lieder wie Never Back Down oder Follow Me Back oder das Fazit, indem ich die Biografie rap. Natürlich ist einiges dabei mit Hass auf die ganze Szene oder Social Media, fuck shit, das hab ich halt in den Genen. Genau wie Influencer im Moment, da war mir das wichtig, bleib lieber Independent. Aber mach den Scheiß halt richtig, meine Hobbys sind meine Leidenschaft und haben auch ihren Platz in Texten gefunden. Real Love oder Splash Diving hat's schon gegeben und auch das Boarden war da. Shredded und hab nur noch Bretter, denn ich hab wirklich nur Bretter gemacht, egal in welcher Hinsicht. Natürlich ehr ich meine Leute, mein Dad, mein Bruder, Mann, ich schreib keine Tracks für Bräute. Ich bin keiner von den anderen und das will ich niemals sein. Wenn die Spotify Hotlist Deutschrap ist, bin ich lieber ganz allein. Mein Tagebuch, ich teile es mit euch. Vielleicht erreiche ich damit, dass sich einer erfreut. Vielleicht kann ich damit helfen, zieh euch raus aus der Scheiße. Wir sind alle nicht dieselben, doch erleben das Gleiche. Mein Tagebuch, unverändert und echt. Etwas anstößig, doch so bin ich nicht immer nett. Mal down, mal drauf, mal dicht, mal nicht, mal einfach glücklich, verrückt, ja das bin halt ich.